Halleluja. Ehre dem Herrn. Ist es nicht herrlich, so wie der Herr spricht? Nicht nur unsere Ehre und unsere Lobpreis sonntags, wo auch immer wir sind, kann Gott wirken. Ja. Jetzt hört man mich. Чуєм се. Ja, jetzt hören wir dich. Слава Богу. Ehre dem Herrn. І так хочемо наставити з тим славленням. Und so wollen wir mit unserer Ehre jetzt weitermachen. Halleluja. Jel ono što je ludo u očima svijeta, das was verrückt ist in den Augen der Welt, je odabrao Bog, hat der Herr erwählt. Halleluja, sebi na slavu. Ihm zur Ehre. Pa, jesmo li ludi? Sind wir verrückt? Na neki način jesmo. Auf irgendeine Art und Weise schon. Jer u svijetu nas ljudi često puta uopće ne razumiju. Weil die Menschen in der Welt, die verstehen uns oftmals nicht. Ali, aber, kada je netko pripremljeno Duha Svetoga, ako je neko pripremljeno Duha Svetoga, wenn jemand vorbereitet ist durch den Heiligen Geist, onda Bog čini velika djela. Dann kann der Herr große Werke tun. Kao što smo čuli u svjedočanstvu, so wie wir das Zeugnis gehört haben, Zeugnis, Bogu je stalo bilo do te žene. Der Herr war wirklich, er wollte diese Frau. I on je pripremio taj put. Und er hat diesen Weg vorbereitet. I od mnogo vas sam čula već takva svjedočanstva. Und ich habe schon von vielen solche Zeugnisse gehört. Slava Bogu, halleluja. Halleluja. Dakle, mi počinjemo sad našu propovjed, našu riječ. So, wir gehen jetzt in die Predigt, ins Wort Gottes. A moja tema je danas naume Božje shvatiti i primijeniti ih. Mein Thema ist heute die Absichten Gottes oder Pläne Gottes verstehen und sie auch umsetzen. Amen. Gut, slava Bogu. Ja, dem Herrn sei Dank. Čitamo iz Jeremije 29. poglavlje 11. redak. Jeremija 29, 11. Ćemo prvo na hrvatski, da. Da će Peter na njemački stav. Jer ja znam naume koje s vama namjeravam, riječ je Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Ich lese gleich vor, Jeremia 29, 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und aus und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Halleluja. Halleluja. Naumi Božji. Ja, die Absichten Gottes. Su nekada nama neshvatljivi. Das sind für uns manchmal nicht begreiflich. To smo mogli vidjeti iz tog svjedočanstva. Das haben wir jetzt auch aus diesem Zeugnis gesehen. Vidi ženu igra se na igralištu sa svojom djecom. Du siehst die Frau spielt mit ihren Kindern auf dem Spieli. I odjednom Duh Sveti dođe. Und auf einmal kommt der Heilige Geist. Idi kod nje. Geh zu ihr. I onda Bog čini nevjerojatne stvari. Und dann macht der Herr unbegreifliche Sachen. I u današnje vrijeme. Und es heute, heutzutage. Halleluja. Dakle, naumi Božji, zato trebamo biti otvoreni. Deshalb müssen wir offen sein. Za ono što on namjerava. Für das, was er vorhat. I on kaže ovdje u svojoj riječi. Und er sagt in seinem Wort. Naume mira, a ne nesreće. Ja, ich gebe dir Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Mm. Halleluja. Dakle, što god činimo, bit će nam na blagoslov. Alles, was wir tun, soll uns zum Segen dienen. Nekad nam se čini žrtva. Manchmal ist es ein Kampf oder ein Opfer. Ali nekad to i jeste, doista. Manchmal ist es ja auch so. Ali na kraju krajeva uvijek izađemo kao pobjednici. Aber letztendlich kommen wir immer als Sieger hervor. Halleluja. Jer u Efežanima 3:20 piše da ne možemo toliko ni zamisliti ni čak ni izmoliti. Ja. Ono što on ima za nas, da steht, tako da können wir uns nicht mal ausdenken oder nicht mal das beten für das, was er schon eigentlich für uns hat. Also so viel können wir gar nicht bitten. Slava Bogu, zato je jako bitno da budemo uvijek priključeni na te izvore.
darum ist immer wichtig, an dieser Quelle angeknüpft zu sein. Halleluja. Nekada ne razumijemo stvarno, moramo reći tako. Manchmal verstehen wir einfach vieles oftmals nicht. Ali kada se damo voditi od Duha Božjega, aber wenn wir uns zum Heiligen Geist leiten lassen, onda on čini ono što on želi. Dann macht er das, was er will. Imamo jedan primjer iz Starog Zavjeta. Ein Beispiel im Alten Testament. Bio jedan Božji prorok. Es war ein Prophet Gottes. Koji se zvao Hošeja. Der hieß Hosea. Bog je Hošeji rekao. Und er hat ihm gesagt, Gott hat ihm gesagt, da oženi prostitutku. Er soll eine Prostituierte heiraten. Kako bi mi reagirali? Wie würdest du reagieren, wenn Gott es zu dir sagt? Pa ja sam čovjek Božji. Bože, ti to sigurno nisi tražio od mene. Und dann würdest du sagen, hey, ich bin doch ein Kind Gottes. Wie, das kannst du nicht von mir wirklich wollen. Ali Bog je rekao Hošeji, idi oženi prostitutku imenom Gomer. Und er hat gesagt, geh und heirate diese Prostituierte, die da heißt Gomer. Gomer. Gomera. Gomera. Okay. Okay. I on je bio poslušan Bogu. Und er war gehorsam. I on je to učinio. Und er hat es wirklich gemacht. Zašto je to Bog tražio od njega? Warum wollte das Gott von ihm? Pa Bog je htio da Izrael vidi sliku kakvu Bog ima o njima. Ja, Gott wollte dem Volk Israel zeigen, wie er sein Volk Israel sieht. Oni su činili preljub zapravo sa tuđim bogovima. Weil Israel hat mit anderen Göttern Verbindungen ist mit anderen Göttern Verbindungen eingegangen. Mm-hmm. I Bog kaže da je on ljubomoran Bog. Und der Herr hat gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja sam prvi i posljednji, ja sam koji jesam, kaže Bog. Ich bin der erste und der letzte, ich bin der ich bin. I nemojte imati drugih bogova pored mene. Und ihr sollt neben mir keine anderen Götter haben. Dakle, ključna riječ ovdje je poslušnost. Also Schlüsselwort ist gehorsam. I vjera. Und Glaube. Halleluja. I dakle, Hošeja oženio tu ženu. Also der Hosea hat diese Frau geheiratet. I nakon izvjesnog vremena. Und nach einer bestimmten Zeit. Opet je otišla za drugim muškarcima. Ist sie mit einem anderen Mann oder anderen Männern davon gegangen. I Bog kaže ponovo Hošeji. Und der Herr sagt wieder zu Hosea. Idi, vrati je kući. Geh und hol sie nach Hause. Dakle, Bogu je toliko stalo. Also Gott empfand es so wichtig. On nikada ne odustaje. Er lässt nicht locker. On želi narod svoj imati pored sebe. Er möchte sein Volk bei sich haben. I to ne vrijedi samo za Izrael. Und es gilt nicht nur für Israel, nego i za nas. Auch für uns. Za sve ljude koji šetaju ovom ulicom. Alle, die hier entlanglaufen auf der Straße. Bez nade. Ohne Hoffnung. Bez budućnosti. Ja, ohne Zukunft. Bogu je stalo. Der Herr, dem Herrn liegt was an ihnen. Iako nama ponekad se čini sve previše. Und wenn uns manchmal alles zu viel erscheint. I Bog i to razumije. Versteht auch Gott das? Jer zaista nije lako živjeti u današnje vrijeme. Weil es ist nicht leicht zu leben, auch heute nicht. Ja imam 50 i nešto godina. Ich bin 50 plus. Ja. I sjećam se drugih vremena. Und ich erinnere mich auch noch an andere Zeiten. I ovo vrijeme sada. Und die Zeit jetzt. Vjerujem da je vrijeme velike žetve. Und ich glaube, es ist die Zeit große Ernte. Ernte, große Ernte, Halleluja. Halleluja, slava Bogu. Ja. I kaže nam riječ da je žetva velika. Ja, die Ernte ist groß, sagt das Wort. I, ali je poslanika malo. Aber die Arbeiter sind wenige. Hoćemo li mi biti ti koji ćemo propustiti? Wollen wir die sein, die Ernte nicht einnehmen? Ili ćemo ići po Božjem naumu i planu što je on pripremio? Wir nach ja Gottes Absichten, was er vorbereitet hat. Halleluja. Imamo i proroka Jonu. On je također je bilo ludo u njegovim očima što Bog traži od njega. Da gibt's auch den Propheten Jona und es war echt scheinbar verrückt, was der Herr von ihm verlangt hat. Pa gdje ću ja ići u tu Ninivu? Pa Bože, pa ti znaš kakvi su tamo ljudi? Herr, schick mich nicht nach Ninive, du kennst doch die Leute dort.
Богу е стало. Aber Gott wollte, der hatte Verlangen, ja. И jedan strašljivi Jona. Und der Jona, der war ängstlich. Koji je prvo pobjegao. Erst ist er abgehauen. I onda je Bog je baš htio njega. Aber Gott wollte genau den Jona haben. I riba ga je progutala u kojoj je bio 3 dana i 3 noći. Und dann der Fisch kam und hat ihn verschluckt. Dort war er ganze 3 Nächte und 3 Tage. I ovaj tamo utro bi se pokajao. Und im Wal hat er sich dann bekehrt oder hat er Buße getan. I onda je rekao, idem Bože tamo gdje me ti šalješ. Und dann hat er gesagt, Herr, ich gehe dorthin, wohin du mich schickst. I što je on? Taj mali, strašljivi Jončić, Jona. Ja, und der kleine, ängstliche Jona allein. Ja. On je otišao i rekao je riječ Božju. Und er ist gegangen und hat das Wort Gottes verkündet. I cijeli grad se obratio. Und die ganze Stadt hat Buße getan. I čak Kralj je proglasio post. Sogar der König der Stadt hat Fasten verkündet. Ja. Halleluja. Dakle, ono što je nama neobično. Das, was für uns komisch erscheint. Za Boga je prirodno, naravno. Für Gott ist es ganz normal. Jer Bog nije čovjek. Weil er ist nicht Mensch. On je vladar svih vladara. Er ist Herr aller Herren. Njegovi naumi su najbolji. Und seine Gedanken und Absichten sind die allerbesten. I zato moramo uvijek držati oči otvorene. Deshalb haltet die Augen immer offen. Jer mi volimo nekad pametovati. Weil manchmal sind wir Besserwisser. I želimo da bude po našem. Und wollen, dass es so wird, wie wir wollen. I onda Bog kaže... Und dann sagt Gott, ne može biti po tvome, neće biti po mome. Es wird nicht so sein, wie du willst, sondern wie ich will, sagt er. I tako je dobro. Und so ist es gut. Halleluja. Slava Bogu. Ali neprijatelj također ne spava. Aber ja, unser Feind schläft nicht. Čuli smo prošli tjedan propovjed iz 23. psalma. Wir haben letzten Sonntag Gottesdienst gehabt mit der Predigt aus Psalm 23. Genau. I gdje kaže Bog prostireš pred mojim neprijateljem meni stol. Und dort steht ja geschrieben, der Herr deckt den Tisch unter den Augen meiner Feinde. I što to znači? Was heißt das? Sjedi, pi, jedi, ne boj se ništa. Setz dich, trink, ess und hab keine Angst. Iako je neprijatelj tu vreba negdje, auch ne boj se. Wenn der Feind in der Nähe irgendwo ist, hab keine Angst. Što sam čula od Boška jednom kako je jedan Boži čovjek. Einmal hat Boško erzählt, ein Mann Gottes. Je bio u hotelskoj sobi. War in einem Hotelzimmer. I došao mu je neprijatelj und u sobu. Und es kam der Satan in sein Zimmer. I on je samo podigao pogled. Und er hat nur geschaut. I rekao, a to si ti. Ach, das bist du. Slava Bogu. Halleluja, ja. Neprijatelj je pobjeđen. Also, der Feind ist besiegt. Okay, ja još nisam na toj razini. Sie selber ist noch nicht auf diesem Level. In diesem Level, ja. Ali ja to želim stvarno doživjeti. Möchte ich erleben. Da budem snažna, da me ništa ne može uzdrmati. Dass ich so mächtig bin, dass nichts mich erschüttern kann. Halleluja. Hajdemo još jedan redak pogledati i to iz druge Timotejeve. 2. Timoteus. Prvo poglavlje, 9. redak. Vers 9. Onaj koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim, ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Halleluja. Dakle, on nas je pozvao. Er hat uns berufen. Piše ovdje. Pa ništa ne možemo mi učiniti, niti dati. Wir können nichts ausrichten, auch nichts geben. Nikako ne možemo impresionirati Boga. Wir können Gott nicht irgendwie beeindrucken. Pa i da dubimo na glavi.
Auch wenn wir auf dem Kopf stehen. Da. Njega to ostavlja ravnodušnim. Ja, er ist da unbeeindruckt. Jer po milosti. Durch Gnade. Jer po njegovoj milosti jedino. Durch seine Gnade allein. Nikakvim djelima. Keine ne Werke. Možemo, kak da kažem, djelovati da on da mu se svidimo. Ja, durch seine Gnade gefallen wir ihm, nicht aus unseren Werken heraus. A svi bi se željeli svidjeti Bogu, zar ne? Aber wir wollen doch alle Gott gefallen, oder nicht? Halleluja. Halleluja. Dakle, naša vjera se ne kreće u... Se kreće... Oh, ispričam se. Naša vjera se ne kreće u pogledima, u gledanju, u ono što vidimo. Also unser Glaube bewegt sich nicht in dem Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. To vam je tako kad čitam, onda krivo pročitam i onda kažem nešto drugo. Das najbolje je uopće ne gledati u šalabahter. Ja, sie hat sich gerade ein bisschen verhaspelt, weil sie versucht hat, ihr Aufgeschriebenes, aber sie sagt am besten freihändig, nicht zu gucken. Halleluja. Naumi Boži, divna stvar. Ja, Absichten Gottes sind eine super Sache. Ima li što bolje? Gibt's irgendwas Besseres? Moramo priznati da mi sami sebi želimo dobre stvari, zar ne? Also ehrlich gesagt, wir wollen ja uns selber gute Sachen, für uns gute Sachen haben. I za svoju djecu. Und für unsere Kinder. Kaže Bog na jednom mjestu, vi premda ste zli. Der Herr sagt an einer Stelle, auch wenn ihr schlecht seid. Pazite, ovdje nas Bog naziva zlima. Böse. Ah, ja, Achtung, an dieser Stelle sagt der Herr über uns, wir sind böse. Dajte dobre darove svoje djeci. A ipak dajte dobre darove. Ja, okay. Er sagt, weil ihr böse seid, tut ihr doch euren Kindern trotzdem Gutes. Amen. A koliko će tek Otac nebeski nama? Und wenn wir schon als böse, ne, wie viel mehr wird Gott uns geben? Halleluja. Iako mi nekad nemamo potpunu sliku, naravno. Und wir haben auch kein ganzes Bild, klar. Und das brauchen wir auch kein ganzes Bild. Kao što smo rekli, da se naša vjera ne kreće u području gledanja. Da ja unser Glaube sich auch nicht im Sichtbaren bewegt, das was wir sehen, bewegt uns nicht zum Glauben. To vam je poput knjige, kad počnete čitati. Das ist wie wenn du ein Buch anfängst zu lesen. I prve stranice te uopće niš ne govore. Und die ersten Seiten, die sagen dir so gar nichts. Ali što se primičeš više aber kraju, je mehr du zum Schluss kommst, imaš vidik ispred sebe. Ja, hast du, weißt du natürlich, was drin steht, ja. I naravno happy end. Und hoffentlich oder sicher happy end. Bei uns jetzt happy end, bei genau. Uns, kod nas kršćana je uvijek sretan završetak. Ja, bei uns Christen ist immer happy end. Bez obzira kako to izgleda. Egal, wie es erstmal aussieht. Naumi Boži. Die Absichten Gottes. Da li ste čuli za jednu sestru koja se zove ili zvala, već je kod Gospoda, Corrie ten Boom? Kennt ihr eine Schwester, sie ist allerdings schon beim Herrn, Corrie de Boom? Ten Boom. Ten Boom, der Niederländerin, oder? Da. Ja, aus den Niederlanden. Ona je za vrijeme drugog svjetskog rata. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Ona je, njena sestra i njen otac su primili u kuću Židove. Sie, ihr Vater und ihre Schwester haben in ihrem Haus Juden aufgenommen. Koji su bili proganjani. Die verfolgt waren. Napravili su u kući poseban dio. Sie haben besonderen Raum gemacht. Da, koji je bio nevidljiv. So unsichtbar. Dakle, dupli zid. So doppelte rečem. Wand. I onda su oni to uvježbavali, što ako je uzbuna i... Ja, und die haben dann geprobt, was, wenn jemand kommt, na, wie kann man sich verstecken, i ono, abhauen. I oni su se sakrili tamo u taj prostor. Und die haben sich dort in diesem Raum versteckt. I onda je jednog dana došla racija, policija. Ja, dann kam der Tag, die Razzia, Polizei kam. Ili vojnici. Ja, oder die Armee. I oni su ih pitali gdje su. Und sie wurden gefragt, wo sind sie? A oni su bili na sigurnom. Aber die waren in Sicherheit. Ali Corrie ten Boom i njena obitelj su bili odvedeni. Aber die Corrie und ihr Vater und also ihre Familie wurden abgeführt. I odvedena je u Birkenau. Ins KZ Birkenau wurden sie gebracht. U Auschwitz, ona i njena sestra. Nach Auschwitz. Ona i sestra njena. Sie und ihre Schwester nach Auschwitz. I
Beziju je uvijek, sestra ju je uvijek ohrabrivala. Und die, ihre Schwester Betsy hat sie immer ermutigt. I rekla je, jednu rečenicu. Und sie hat etwas Besonderes gesagt. Ti i ja ćemo do Božića biti slobodni. Du und ich werden bis Weihnachten frei sein. Betsy je obolila i otišla Gospodu. Die Betsy wurde aber krank und ist nach Hause zum Herrn. A Cori je bila oslobođena zabunom. Und Cori wurde gerettet und befreit aus dem KZ. I Bog je imao taj plan da se ona oslobodi. Und Gott hatte den Plan für sie, dass sie frei wird. U svoje vrijeme. In seiner Zeit. Bog je mogao to odmah učiniti. Er hätte das sofort machen können. Ali nije. Stvarno je prolazila strašne stvari u tom logoru. Und in dem Lager ist Cori wirklich und ihre Schwester durch grauenvolle Zeit gegangen. Zašto je morala to prolaziti? Warum musste sie da durch? Jer je mnogim ženama bila svjetlost. Sie war dort drin vielen Frauen Licht. I ona i njena sestra. Sie und ihre Schwester. I kada je rekla Bogu, daj mi jedan znak. Und als sie Gott gebeten hat, gib mir ein Zeichen. Dok su radili, oni su ih tukli. Also im Lager wurden sie ja auch geschlagen und alles mögliche. I rekla je Bogu, daj mi jedan znak. Und sie hat gesagt, gib mir Herr ein Zeichen. Prišla joj je jedna žena i rekla, i ti ga ljubiš isto. Und dann kam ja eine Frau und hat gesagt, auch du liebst den Herrn. Halleluja. Za mene su to heroji vjere. Das sind für mich Helden im Glauben. I mnogo ih je, za koje znamo i za koje ne znamo. Und es gibt viele, von denen wir wissen, aber auch von denen wir nicht wissen. Dakle, ti naumi Božji. Aber diese Gedanken Gottes, zaista ih ne razumijemo nekad. Wir wissen sie nicht immer. Ali je najbolje. Aber es sind die besten. Halleluja. Slava Bogu. Ja, Ehre dem Herrn. Možete ima, ne znam da li ste gledali, ima čak i snimljen film, zove se Skrovište. Es gibt einen Film darüber und der heißt auf Deutsch Die Zuflucht. Die Zuflucht, ja, halleluja. Preporučam to. Also empfehlenswert. Slava Bogu. Trink, Schwester. Oh ja. Trinkpause. Da li možemo promašiti taj naume Božje u našem životu? Kako se kaže promaš? Verpassen, ja. Ah, ja, wollen wir diese Gedanken, Absichten Gottes verpassen? Možemo li ih? Ja, das können wir. Da, može se. Ali Bog opet nađe načina, kao kod Jone. Aber Gott findet trotzdem eine Möglichkeit, so wie beim Jona. Samo je potrebno skrušeno i otvoreno srce. Aber dazu ist unser Herz, ist nötig, dass wir unser Herz aufmachen. I da imamo tu težnju da mu se svidimo i da mu budemo poslušni. Und diese ja Last auch haben, ihm zu gefallen und ihm gehorchen zu wollen. Jer putovi Božji nisu naši putovi. Weil die Wege des Herrn sind nicht unsere Wege. I misli njegove nisu naše misli. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Bolje su nego naše. Sie sind viel besser. Halleluja. Slava Bogu. Ja, Ehre dem Herrn. I neka se Bog proslavi kroz svoju riječ. Und der Herr möge sich verherrlichen durch sein Wort. Možemo ustati svi zajedno. Lass uns zusammen aufstehen. Bog poznaje svakoga na osobu ovdje prisutnog. Ja, der Herr kennt jeden von euch, hört ihr? Er kennt jeden von euch. Svi smo mi različiti i drugačiji. Wir sind alle verschieden anders. Ali vezuje nas nešto zajedničko. Aber wir haben was Gemeinsames. Naša vjera u Gospodina. Unser Glauben im Herrn, an den Herrn. Halleluja. I Bog poznaje tvoje i srca svih nas. Und der Herr kennt dein Herz und kennt dein Herz und dein Herz und deins. I on zna. Und er weiß. Neko bi možda rekao, joj, da znaš što je u mom srcu, koliko smeća još ima. Und du würdest vielleicht sagen, boah, du hast ja keine Ahnung, wie viel Dreck noch in meinem Herzen ist. Prvo u meni, moram ja, vam priznati. Ja, aber so geht's uns allen. I, ali Bog nas, kao što smo pročitali u ovoj riječi, u 2. Timotejevoj 1.9, da nikakva djela njega ne mogu zadiviti. Ja, so wie wir im Timotheus gelesen haben, unsere Werke können ihn nicht beeindrucken. Da. I dođemo k njemu kakvi jesmo. Kommt zu ihm so, wie ihr seid.
jer on te poznaje. Er kennt dich. Bolje nego što ti sam sebe poznaješ. Besser als du dich kennst. I zato otvori svoje srce. Öffne dein Herz. Jer on zna tvoje potrebe. Er kennt deinen Bedarf, deine Bedürfnisse. I on te želi danas dotaknuti. Er möchte dich heute berühren. Jer on je divni otac koji te ljubi. Er ist ein super Gott, der dich liebt. On je za tebe učinio sve. Ja, er ist dein Vater und er hat für dich alles gemacht. I rekao je u svojoj riječi da nam želi da ti izobilje. Und er sagt in seinem Wort, da, dass er uns Überfluss geben möchte. Halleluja, im Überfluss, genau, danke Jesus. Kako na nebu, tako i na zemlji. Wie im Himmel, so auf Erden. A koliko tek kad dođemo u njegovo kraljevstvo. Wie viel erst, wenn wir bei ihm sind im Himmel. I kaže da nam stanove priprema. Er bereitet Wohnung für uns vor, sagt Halleluja. Er. Halleluja, on, Bog svevišnji, Gospod, priprema stanove nama na nebu. Dieser Herr, der Herr aller Herren, König, der bereitet uns Wohnung vor. Ako smo ispunili sve uvjete, wenn wir alle, alle Bedingungen erfüllt haben, ja. Dakle, ako smo prihvatili Isusa Krista, also, wenn wir den Herrn angenommen haben, Jesus, i ako smo njegovi, wenn wir die Seinen sind, ništa nas ne može odvojiti od njegove ruke. Kann uns nichts aus seiner Hand trennen. Halleluja. Pomolit ćemo se. Wir wollen beten. Oče nebeski, Vater unser, tebi neka je sva hvala. Dir sei aller Dank i slava und die Ehre. Jer ti si taj koji sve znaš o nama. Dir, du bist der, der alles weiß über uns. I kao što smo pjevali, prožimeš nas svega. Und so wie wir gesungen haben, du durchdringst uns. Halleluja, ja. Poznaješ nas, Gospode. Du kennst uns, Herr. I mi te molimo, Gospode, wir bitten dich, da tvoje planove i tvoje naume za naš život, deine Gedanken, deine Pläne für unser Leben, koji si ti, Gospode, predvidio, was du vorbereitet hast, da se ispuni u našim srcima, das möge, ja, sichtbar werden, i da živimo taj život ugodan tebi, und wir wollen das Leben für, zu deiner Ehre leben, i da, Gospode, ne promašimo ono što si ti pripremio za nas. Und wir wollen das nicht verpassen, Herr, was du für uns vorbereitet hast. Čak i ako zalutamo, si rekao. Auch wenn wir trotzdem, ja, vom Weg abkommen. Ti svoje ovčice vraćaš u stado. Du holst deine Schäfchen wieder zusammen zur Herde. Halleluja, ti stalo do svakog. Weil dir an jedem sehr viel liegt. I napuštaš 99 da bi onu jednu. Und du lässt 99 zurück, um das eine zurückzubringen. Zahvaljujemo ti, Isus. Wir danken dir, Jesus. Naša je molitva da se tvoja ljubav iznova izlije u naše srce. Unser Gebet ist, dass deine Liebe sich aufs Neue in unserem Herzen ausleert. Jer ona je bezuvjetna. Weil sie ist bedingungslos. I nema granica. Und hat keine Grenzen. Ti ne kažeš, ako ne učiniš to i to, prestaću te voljeti. Du sagst nicht, wenn du das und das nicht machst, dann höre ich auf, dich zu lieben. Jer to nije tvoja osobnost, tvoj karakter. Ja, das ist nicht deine Persönlichkeit. Ti ljubiš bezuvjetno. Du liebst bedingungslos. Jer ti si sve uvjete ispunio i sve učinio za nas. Weil du hast alles Gesetz erfüllt und du hast es vollbracht. Halleluja. I zato što je sve učinjeno. Und weil alles vollbracht ist. Mi smo slobodni. Sind wir frei. Halleluja. I daj da tu slobodu osjećamo svaki dan. Und mögen wir diese Freiheit jeden Tag erfahren. Pa neka se tisuće ruši oko nas. Und auch wenn tausende fallen. Nas se dotaknuti neće. Uns werden sie nicht berühren. I 10.000 s desne strane. Auch 10.000 von der rechten Seite. Nas se dotaknuti neće. Werden sie uns, wird's uns nicht betreffen. I takav život želimo živjeti. Und so ein Leben wollen wir führen. Pobjedonosan. Ja, von Sieg zu Sieg. Pobjedonosan, pun radosti i mira. Mit Freude und Frieden. Halleluja. Zahvaljujemo ti, Gospode. Wir danken dir, Herr. U ime Isusa Krista. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke.